Vorletzter Auftritt der Siebenkämpferinnen mit Marte Koala aus Burkina Faso, Mareike Arndt, Deutschland, Caroline Schäfer, Deutschland, Maria Vicente, der unter 18 Europameisterin aus Spanien und Adriana Rodriguez, der Kubanerin, die sich hier auch wirklich sehr, sehr gut schlägt. Die 19-jährige Alterskollegin von Sarah Lager. Auf geht's. Also, Koala, Arndt, Schäfer, Vicente und außen Rodriguez. Jugend und Routine jetzt gemischt im vorletzten Lauf. Los geht's. Caroline Schäfer natürlich bezüglich WM-Limit überhaupt kein Thema für sie. Das macht sie auch an einem schlechten Tag locker oder an zwei schlechten Tagen mit ihrer Bestleistung. Jetzt geht sie da mal auch an die Spitze, die Deutsche. Aber Marte Koala kämpft und auch Teamkollegin Mareike Arndt kämpft retour. Und Schäfer wird Zweite hinter der Teamkollegin. Die läuft aber 23,73. Damit verliert Schäfer mehr als eine halbe Sekunde auf ihre Bestleistung. Hat sie hier gewonnen bei einem Rückenwind von 0,9. So, Rückenwind wäre da gewesen. Das Laufergebnis hier des sechsten Laufes, Mareike Arndt vor Caroline Schäfer. Und bei Schäfer muss man schlicht und einfach sagen, selbst mit diesem Ergebnis, das weit unter Bestleistung